Meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, die sehr spacey sein wird in Dead Space. Zusätzlich ist sie auch noch deadly, also deadly spacey. So, ich habe vergessen, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Offensichtlich sind wir überall voll. Ich habe doch schon wieder 2 Tage nicht gespielt, deswegen kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Es war, glaube ich, aber auf jeden Fall sehr gefährlich. Denn wir hatten uns hierher geflüchtet. Ach ja, klar, wir sind auf den Militärschiff, genau, da sind wir rauf, um zu gucken, was da los war, denn die sind kollidiert mit unserem Raumschiff, nachdem sie eine Kapsel von uns geöffnet hat, die Helmut durchs All geschleudert hat, und in dieser Kapsel befand sich tatsächlich einer dieser Aliens. Tja, nun hat sich das hier an diesem Schiff ausgebreitet, und ja, nun ist dieses Schiff nicht besser dran als wir. Diese Schlafkabinen, das sind Schlafkabinen, Leute. Alles klar. Was macht das denn? Nicht die. Lockdown aufgehoben. Na, das ist ja mal was. Das ist ja mal was. Die Pandemie ist zu Ende. War das schon immer so? Ich war gerade so super konzentriert. Sorry, dass ich nicht so viel quatsche dann immer. Aber ich bin so dermaßen im Fokus dann. Also ich kann mich dann nur auf eine Sache konzentrieren. Weil ich das Spiel einfach noch gruselig finde, ne? Also da hat sich einfach nichts dran geändert, denke ich. Das Spiel ist echt noch kacke gruselig. Nach wie vor. Ich meine, im Shop, wir haben kein neues Schema gefunden. Wir bräuchten ein Schema Stufe 5 Anzug. Den, ups, warte mal, was da? Den könnten wir echt gut gebrauchen. Ja, wie gesagt, total. Was war das? Aha, okay. Oh, da haben wir es doch. Ishimura verstößt gegen Befehle der Regierung. Sie sollen einen Marker 3A geborgen haben. Special Ops hat das System bestätigt. Konnte aber keine Planetenkoordination zur Verfügung stellen. Special Ops empfiehlt Vorsicht. Wenn sie Marker 3A geborgen wurde, wäre eine Infektion durch tödliche Organismus eine wahrscheinliche Gefahr. Setzen Sie sich der Schock. Antrieb zum System beginnen sie an der Position außerhalb der lokalen Ordnung. Okay. Somit wurden sie auf Reise geschickt. Sie haben gehört und fühlen Gefühle aus. Was? Befehle. Ob das weh tut, wenn du da permanent an der Decke hängst, nicht mehr kommst, aber auf jeden Fall bleibt ihnen auf jeden Fall der Tod von Aliens erspart. War das dasselbe wie beim letzten Mal, oder? Ich speichere mal eine Runde. Ich finde... Tja.
speichern eben. Ziemlich geil. Ein schlüpfriger Gang. Lauf, Junge, lauf! Du kannst es schaffen. Du musst nur schneller laufen als sie. Oder als ich. Als wie ich. Kann doch sein, aber ich will mal gucken, was mit dem Typ geworden ist. Was für aus ihm geworden ist. Ach, er ist weggelaufen, hat die Luke zugemacht. Ja, gut, kann man ja machen, ne? Nach mir die Sintflut und so ein Scheiß, ne? Oh, Alter, Leute. Ich hab so eine Stelle am Zinken. Ich bin mal weh, wenn das so in die Nase drückt. Gar nicht schön. Was ist das denn hier? Der Hyperraumantrieb, was? Jetzt muss ich mir... Was? Überleben wir nicht so einfach. Ja, zappel doch nicht so lange, bis das schon so. Hätte noch 2 Zentimeter weggehen können, ne? Dann hätten wir es vielleicht länger überlebt. Digga, das war knapp. Scheiße, ja. Jetzt nicht noch weiter dahin? Ich verstehe das gerade so gar nicht irgendwie. Aber da durchlaufen schaffen wir niemals. Wo sollen wir denn hin? Ah ja, genau. Ich habe keine Idee. Dinger kannst du ja verschieben. Die Frage ist nur, wofür? Wofür kann ich die verschieben? Ich gerade irgendwie nicht so ganz. Um hier schnell durchzukommen oder was? Nee, das glaube ich nicht. Schade, das schaffen wir niemals da durchzulaufen. Ja, aber wir könnten uns doch hier. Oh, Scheiße! Lauf zu brennen! Lauf, Tungji! Meine Güte. Wofür war denn das gut? Das habe ich ja nur gar nicht verstanden. Wir sind immer noch im Feuerkreis hier. Alter. Die Summe ist fast nicht nervig, ne? Es summt und brummt. Wie ein Schema. Okay, hier passiert so etwas nicht, oder was? Willst du mich verkacken? Da kommen wir doch gerade her. Hä?
Das soll, glaube ich, eine Verarschung sein oder so, was? Können wir es ja durchschießen müssen? Nee, aber wir sollen. Hä? Was haben wir denn hier bewegt? Jetzt gar nichts. Nicht nur das Beste ist, wir sollen hier auch hoch. Was geht hier vor sich? Okay, aber was soll er machen? Ja, jetzt sagt er, wir sollen wieder runter. Willst du mich verarschen? Und dann wieder hochzugehen? Was für eine Scheiße, hör mal. Und dann hier wieder hochzugehen, hä? Das ist so gar nicht. Spiel, was willst du von mir? Gibt es hier irgendwas, was wir bewerkstelligen können? Irgendwas? Oder irgendwas kaputt schießen oder so? Super ätzend laut, Alter. Das ist immer in den ätzenden Momenten super anstrengend und schwer zu verstehen. Wir opfern uns. Okay, ich geh mal wieder rein. Stell mich rein. Können wir irgendwas kaputt schießen da? Nein, können wir nicht. Was soll das? Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Können wir die Dinge jetzt schrubben? Nee, das ist ja alles in der Brand. Ich verstehe nicht, was das soll, ey. Ich kapiere das überhaupt nicht. So einfach ist es nicht zu verschießen, dann ist es richtig. Ist hier irgendwas? Ich verstehe es nicht. Das sind Dinge, die ich nicht verstehen kann. Verstehen kann. Warum bleibe ich dran? Das sind wir bei den ätzenden Momenten tatsächlich. Ne? Immer so super laut und so ein Schwirr. Was war das denn? Das ist gerade was. Da war doch gerade was längs gesprungen, ja. Irgendetwas? Mit der Tür mit Magnet-Scheiß-Dingens können wir ja auch nichts machen, ne? Gar nichts. Gar nichts können wir machen, gar nichts. Ich habe da eine kleine Idee, was wir noch machen könnten. Die Sache ist, komme ich da wieder zurück? Kann ich das Ding hier herholen? Ich glaube, wir werden jetzt hier sterben. Ah, ich bin gefährdet. Scheiße, ich dachte, ich erwische einen richtigen Zeitpunkt. Ja, lauf, Isaac. Ja, kein Problem. Verbrennen wir jetzt erstmal. Das ist aber erstmal nicht ganz so schlimm. Weil wir sind ja in eine beschissene Situation geraten hier. Ja. Oh Gott, ist das laut. Ich hasse das immer, wenn das so laut ist. Wir sind da so ungeil irgendwie alles. Mal gucken, ausprobieren mal was. Ich habe nämlich eine Idee. So, irgendwie habe ich mir das auch vorgestellt.
Mann, du. Hol der Pimpf, du solltest das 20 cm beiseite schubsen noch. Ehrlich, das kann nicht sein. No. Okay, haben wir die Möglichkeit, das Ding auch nach vorne zu schieben? Ginge das? Nicht. Warte mal eben. Den können wir auch noch nach vorne schieben. Okay. Dann war die Idee Mist, die ich hatte. Warum eigentlich? Haut nicht hin. Wir waren meine Idee Mist. Aber warum? Warum das Ganze? Geht das echt nicht? Hacke, dann bringt das ja überhaupt gar nichts, was ich dachte. Meine Idee war, dass die ganze Apparatur irgendwie nach vorne schieben können, also nach dahin, und das Ding als Schutz schützen können. Guck mal, so geht, so wird ein Schieben aus. So wird ein Schuh draus. Oh, gibt's gar nicht mehr hier. Ach da. Oh! Mann, hör auf zu zappeln jetzt, Isaac, Alter. Ehrlich, benimm dich doch mal wie ein Typ. Weil es ja nicht nach hinten gelaufen. Komm hier! Oh. Hier noch mehr? Gott sei Dank. Och, Isaac, jetzt bitte dich. Ist echt blöd, wenn man da einen vergisst, ne? Das abzuknallen davon. Oh, komm! Kann doch nicht sein, oder? Oh Mann, du Leute, ehrlich. So, jetzt ist aber genug. Soll das denn sein, die Antriebe oder was? Nein! Oh, du blödes Ding, warum rutscht denn nach links rüber? Ich hätte mir vorgestellt, dass die durch das Feuer auch kaputt gehen hier, ne? Hab
ausgefeuert. Oh, endlich. Eine feurige Folge. Wo jetzt hin? Da unten. Können wir das jetzt kaputt machen? Ah, ne, das wollen wir mitnehmen, wa? Antriebsenergie ausgefallen. Wo sollen wir hin? Siehst du das? Hast du ihn? Oh mein Gott, du hast ihn! Genau das, was wir brauchen. Geh jetzt zum Crewdeck. Zum Crewdeck? Mann, nimm noch mit. Oh, scheiße. Aber hier geht ja nichts. Schieß mich rein! Hier drüben! Ich habe versucht, sie anzufunken, aber mein Kong war aus. Hm? Sie haben den Singularitätskern. Sie ist unser Ticket hier raus. Bringen Sie den Kern zum Zopf und warten Sie nicht auf mich. Oh, Scheiße. Reiß dir doch kein Bein aus. War nicht so schwer, oder? Ich habe sämtliche Vitalsignale von Hammond verloren. Ist er tot? Er ist tot. Oh Gott. Jetzt gibt es nur noch uns, Isaac. Also, kritisches Versagen der Treibstoffanlage. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Kann man aber sterben oder so? Ist es jetzt hier hin? Nee, das ist nicht mehr gut. Oh, meine ich nicht. Das ist jetzt ein Verdienst, um zu sterben. Kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Oh je, oh je, oh je, oh je. Kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Raus, ihr Eisen! Wumms! Hier, weg hier. Wenn das Schiff in dem Schiff explodiert, ist das nicht kontraproduktiv? Oder Ende suboptimal? Oder wie auch immer? Ich meine, das ganze Ding jagt sich auch in die Luft. Ja. Das ist doch wie, als würdest du eine Granatenhand festhalten. Oh Gott! Warum machen die denn das? Und warum sind diese Aliens jetzt auf unserem Schiff? Weil das coole Aliens sind oder was? Oh Gott, bist du bescheuert? Ich dachte gerade so über den Shop nach. Dass man vielleicht mal ein paar Dinge verkaufen könnte oder kaufen kann. Und der dem fällt nichts Besseres ein, als mich da anzugreifen. Ich glaube, im Shop selber ist nichts, was wir machen können. Ich wollte gerne einen Anzug Level 5 haben. Wenn es den denn gibt. Der Kopf hier, Alter. Nett aufplatziert.
Ah, okay. Common Rail. Haben wir geschafft. Könnte man das Ding irgendwie in All blasen oder so? Dieses andere Raumschiff? Wäre natürlich mördergeil, ne? Wenn das gehen würde, oder? Würde ich sicherlich für förderlich halten. Tod bei Ankunft. Kapitel abgeschlossen. Jawohl. Kapitel 10 am Start. So, Kinderchen. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Es ist auch immer alles sehr, sehr laut, ne? Und wir sehen uns. Vielen Dank und tschüss.